Freunde, da bin ich wieder, euer Sägendoktor. Und heute habe ich mal wieder was Schönes für euch mitgebracht. Und zwar wieder ein eBay-Kauf. Drin stand, habe die Säge aus der Garage meines Freundes. Er braucht sie nicht mehr. Vergaser sollte mal eingestellt werden. Und bei solchen Aussagen, da wird man natürlich hellhörig. Also der Preis, der war nicht hoch. Es war insgesamt okay. Also könnt ihr es auch für denselben Preis wieder verkaufen, so ist es nicht. Ah, schauen wir mal in den Karton rein. So, da haben wir sie. 023C. Ich pack mal eben die Sachen raus und dann bin ich wieder bei euch mit der Kamera. So, Schiene, Kette, den ganzen Kleinkrams. So, ich habe diese Säge deshalb gekauft. Da vorne auf der Brust der Aufkleber noch drauf ist. Das bedeutet, die hat normalerweise an und für sich gar nicht viel getan. Und der Gesamtzustand der Säge war so von Grund aus erstmal ganz passabel. Man sieht es, wenn man das ein bisschen überputzt, dann ist die Säge von Grund aus schon mal gar nicht optisch gar nicht mal so schlecht. Wie es technisch aussieht, das erfahren wir gleich. Und die Schiene ist noch original, also die kann man auch noch als Ganzes, wenn sie laufen würde, wäre das eine gute Säge für den Gebrauchtverkauf. Ja, und dann schauen wir uns jetzt erstmal an, was dieses Gerät hier hat und ob die Aussage des Verkäufers, der Vergaser muss nur nachgestellt werden, ob das wirklich so ist. Wie gesagt, bei eBay-Käufen sollte man immer hellhörig sein, weil die meisten lassen so ein Gerät erst einmal durchschauen. Also es verkauft ja keine eine gute Motorsäge. Das muss man als allererstes erstmal sagen. Es ist selten, dass gute Motorsägen verkauft werden. Und mit solchen Larifari-Aussagen wie Vergaser muss eingestellt werden, ja, da sollte man immer vorsichtig sein. Also die meistens zeigen sich schlimmere Schäden als nur eine Vergasereinstellung, weil das würde jeder Stilldienst innerhalb von 10 Minuten für 15 Euro machen. Also, wir schauen mal nach, was diesem Gerät hier fehlt. Dann machen wir das heute mal andersrum. Und zwar filme ich mal von der anderen Seite. Vielleicht ist das für die Videos besser. Das könnt ihr dann vielleicht später mal bewerten, ob das besser oder schlechter ist. Und zu Anfang, da sich ja keiner den Abspann anschaut, wenn ihr regelmäßig schöne Videos über Motorgeräte haben wollt, dann abonniert einfach meinen Kanal. Weil hier gibt es fast täglich Neues zu Inspektionen, Reparaturen oder anderen motortechnischen Angelegenheiten. Ja, dann schauen wir uns mal die Säge von Grund aus an. Ich hoffe, dass dieses Gerät keinen Kolbenfresser hat, weil dann zeige ich euch zum fünften Mal, wie ein Kolbenfresser aussieht und was man dagegen machen kann. Als allererstes Eingangskontrolle. Ich demontiere einmal den Kettenraddeckel. Schiene und Schwert waren ja schon demontiert, was für die Montage dann noch ein bisschen einfacher ist. Und man sieht, dass das Kettenrad wirklich stark verschlissen ist. Das zeige ich euch aber nachher, damit ihr mal ein verschlissenes, also richtig verschlissenes Kettenrad seht. Dann kommt einmal die Haube runter und wir schauen uns an, wie der Luftfilter als solches aussieht. Und der ist ja standardmäßig normal verschmutzt. Dann starte ich die Säge einmal ganz kurz. Nicht starten, ich ziehe sie einmal durch, um zu hören, wie die sich anfühlt. Die Kompression scheint da zu sein. Also es fühlt sich von Grund aus schon mal gut an. Also da ist wirklich Zucht drauf, das geht. So, dann versuche ich die Säge erst einmal zu starten. Aber für den Start lassen wir den alten Kraftstoff ab, weil wir nicht wissen, wie lange die Säge beim Vorbesitzer stand. Und wir können auch einmal riechen, was es ist. Es ist Motomix oder ein anderer Sonderkraftstoff. Nee, scheint es aber Motomix zu sein. Mittlerweile kennt man die Sonderkraftstoffe schon am Geruch. Sollte vielleicht mal mit zu wetten, das gehen. Aber das gibt es ja nicht mehr. Aber erstmal wieder Kraftstoff abgelassen. Weil wir nicht wissen, wie alt er ist, was das für ein Kraftstoff ist, ob da noch irgendwas mit zwischen ist oder was das auch immer für eine Lücke sein mag. Also immer als erstes Kraftstoff ablassen und sich nie darauf verlassen, dass der Kraftstoff gut ist. So, den haben wir schon mal runter. Einfach nur, um den Fehler auszuschließen, dass uns das Gerät jetzt hier beim Testlauf vielleicht durch falschen oder schlechten Kraftstoff doch noch kaputt geht. Ich hole mal eben neu. In diesem Fall fülle ich Motomix wieder auf oder Sonderkraftstoff, weil das Gerät auch vorher mit Sonderkraftstoff betrieben wurde. Wäre er jetzt mit benzolhaltigem Kraftstoff betrieben worden, hätte ich normales Kraftstoffgemisch nachgefüllt. Geht einfach darum, dass man erstmal das zum Erstbetrieb wieder nimmt, was das Gerät mal hatte.
Jetzt habe ich natürlich die Hälfte daneben geschüttet. Ist aber nicht ganz so schlimm. Zum Glück haben wir ja hier Lappen. Wichtig ist, dass mir nichts auf die Hose tropft, bevor ich nachher in Flammen stehe. Das macht sich meistens nicht ganz so gut. So, hat mir vorhin noch gehabt, oder vorhin, oder das letztens, als ich die Säge startete, stand in den Kommentaren, es wäre bedenklich, eine Motorsäge in geschlossenen Räumen zu betreiben. Ja, das ist so vielleicht nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Weil für einen kurzen Start gehe ich nicht extra nach draußen. Und zweitens sind die Türen und Fenster. Also das ist okay, wenn man es dann kurz... Für mich ist es okay, wenn ich es dann kurzzeitig einmal mache. Gut, dann starten wir das Gerät. Wir versuchen es mal zu starten. Einmal drehen. Sieht man es. Ihr kennt ja mittlerweile meine Tür. So, und dann wollen wir mal gucken. Diese C-Modelle... Also 023C, 021C, 025C und die MS-Reihe, die haben alle einen Kraftstoffsaugprimer. Das ist eigentlich eine Kraftstoffpumpe, die betätigen wir ein paar Mal. Ich betätige sie ein bisschen mehr, man kann nicht zu oft pumpen. Ihr spült den alten Kraftstoff, falls ein Vergaser sein sollte, durch wieder in den Tank rein und saugt neuen Kraftstoff an. Dann haben wir einmal den Mädchenknopf oder den Weicheisstarter. Den nehme ich allerdings raus, weil ich bin noch gut beisammen. So, Gerät auf Show gestellt und dann hören wir mal, ob der Ton rauskommt. Oh, erster Zug, ein Ton. Das ist ja schon mal schön. Jetzt gar nicht schlecht, würde ich sagen. Tja, jetzt bin ich auch erstaunt, weil ich hätte eigentlich mit einem schönen Schaden gerechnet, was ja bei Motorgeräten, die man bei eBay kauft, eigentlich immer das Problem ist. Dann revidiere ich meine Meinung von vorhin, dass man aufpassen sollte bei Internetkäufen. Ja, was mir gerade aufgefallen ist, habt ihr vielleicht gesehen, ich habe einmal mit den Fingern den Schalldämpfer zugedrückt, weil dieses Ding doch ziemlich laut ist. Also ich gehe davon aus, dass die Schalldämpferdichtung von Grund aus schon mal einen Schaden hat. Und man sieht auch, dass der hier vorne, kann man es so sehen, am Schalldämpfer anscheinend das Leitblech leicht verbogen hat. Vielleicht wollte er, dass ein bisschen mehr Abgase aus dem Gerät kommen. Ja, jetzt ist die gute Frage, was ich mache, weil ich wollte euch eigentlich was zeigen. Aber was ich auf jeden Fall machen kann gleich, das ist euch einmal zu zeigen, wie man einen Vergaser richtig einstellt. Weil das werden wir hier auf jeden Fall machen. Und zusätzlich machen wir natürlich jetzt eine leichte kleine Inspektion, weil das Kettenrad ja defekt ist und der Luftfilter sieht aus wie Sau. Und dann werden wir die Säge einstellen. Und ja, los geht's. Wir haben hier, es gibt ein Diagnoseprotokoll für Laufstörungen. Und die Laufstörung, die kann ich jetzt so erstmal nicht sehen. Aber ich glaube, ich gehe einmal ganz kurz hin und lasse die Säge draußen mal eben kurz warm laufen und mache mal 3-4 Schnitte, um zu schauen, ob da wirklich vielleicht doch irgendwas faul ist. Was mir eigentlich für das Video lieber wäre. Ja, schade, Säge läuft gut, also bleibt da nicht viel über. Die Inspektion werde ich aber trotzdem eben einmal kurz durchführen. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr dranbleiben. Und wir hatten ja schon ein paar Mal gehabt, dass immer so in Luftfilterkästen, dass da immer irgendwie was drin ist, weil mit stumpfen Ketten gesägt worden ist oder die Filter einfach kaputt sind. In diesem Fall kann man es ganz schön sehen, es ist von innen sauber. Also das Filtergehäuse ist gut. Das sollte immer kontrolliert werden, ob der Luftfilter vielleicht irgendwas an Partikeln durchlässt. In diesem Fall lässt er nichts durch. Dann nehmen wir einmal die Zündkerze raus und schauen uns trotzdem das Kerzengesicht an, das Kerzenbild, weil das Kerzenbild immer wichtig ist, um einschätzen zu können, was mit diesem Gerät nicht in Ordnung sein könnte. In diesem Fall ist ja alles in Ordnung, aber im Rahmen der Inspektion, weil es soll eine gebrauchte Motorsäge werden, im niedrigen Preisspektrum, und da wird natürlich die Zündkerze sowieso getauscht. So, schauen wir uns das einmal an. Und diese Kerze ist nicht mal alt, also man braucht diese nicht mal wechseln, machen wir aber im Rahmen der Inspektion sowieso. Der Kunde soll ja ein frisch inspiziertes Gerät bekommen und soll die nächsten,
also diese Saison bis zur nächsten Inspektion, auf jeden Fall Ruhe mit seiner Säge haben. Dann hole ich mal eben eine neue Zündkerze. Und zwar bin ich ja Bosch-Freund, wie schon erwähnt. Da haben wir sie, da gehört rein eine WSR6F. Und da, wo wir die Zündkerze schon mal demontiert haben, schauen wir wie immer einmal durch die Bohrung der Zündkerze, also durch das Kerzengewinde, in den Brennraum rein. Da steht auf keinem Plan, dass man das machen soll. Aber wenn man schon die Zündkerze raus hat, da kann man hervorragend hier in den Brennraum reinschauen und sieht zumindest schon mal die Hälfte des Wichtigen. Und zwar, wie sieht es auf der Rückseite, also Schalldämpferrichtung, wie sieht es dort auf der Zylinderlaufbahn aus? Und wie sieht der Kolbenboden aus? Und das ist hier einwandfrei. Also gehe ich wirklich davon aus, dass diese Maschine keinen Schaden hat. Also ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht für uns ist, oder für euch besser gesagt. Aber 023 MS-230C Motorschaden hatten wir ja schon mal gehabt. So, dann kommt eine neue Zündkerze rein. Ist ein bisschen sauer. So, Zündkerze steckt wieder drauf. Geht mein Heißluftfilm verloren. Einmal den Luftfilter ausgespült und ausgeblasen. Also ich nehme dazu mal ein bisschen Bremsreiniger bei diesen Nylonfiltern. Das tut denen nicht weh. Die Papierfilter, die kann man getrost wegschmeißen. Also die sind schlecht säuberbar. Wichtig ist, Filter immer von innen nach außen reinigen und niemals von außen nach innen. Und wenn man den dann schon mal in der Hand hat, dann kann man auch mal schauen, ob die Maschen in Ordnung sind. Da sieht hier aber alles gut und sauber aus. Also wieder aufsetzen. Und auf gar keinen Fall, bevor ich das vergesse, niemals hingehen und mit vollem Druckluft, also mit den vollen 8 bis 10 Bar, in den Ansaugstutzen reinblasen. Das ist für jeden Vergaser tödlich. Sommer-Winterschieber haben wir hier auch schon. Der ist auf Winter gestellt. Das bedeutet, der Luftfilter oder die Ansaugvorwärmung ist nicht aktiviert. Ab 10 Grad Celsius, also unterhalb 10 Grad Celsius, soll man den Sommer-Winterschieber auf Winterbetrieb stellen. Und wir haben hier bei uns gerade, ja, auf jeden Fall unter 10 Grad Celsius. So, Filter wieder drauf. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann können wir uns noch einmal die Tanklüftung anschauen. Das ist dieser kleine Schlauch, der hier verbaut ist. Den kann man einfach nur mal grundsätzlich kontrollieren. Weil die machen gerne öfters mal Ärger. Man sieht auch, dass er blubbert. Also er ist gerade dabei, Druck im Tank aufzubauen und lässt gerade den Druck nach oben ab. Das ist in Ordnung. Das scheint auch zu funktionieren. Dann kommt einmal die Luftfilterkappe, Vergaserkastendeckel heißt das Ding. Den putze ich auch eben einmal ganz kurz über, dass der ja nicht so schmierig von innen ist. Eine Grundreinigung bekommt die Säge später eh noch, aber das ist ja jetzt erstmal für dieses Video irrelevant, weil ihr wollt ja nicht sehen, wie ich hier Motorsägen reinige von morgens bis abends. Aber das wird noch gemacht. So, einmal ausgeputzt und einmal ausgeblasen, dann ist das bis zu diesem Punkt mit dieser Säge alles schon einmal in Ordnung. Dann ersetzen wir das Kettenrad und ich zeige euch mal, wie dieses Kettenrad hier aussieht. Dazu nehmen wir erstmal einen kleinen Schraubendreher und lösen den C-Clip. Clip zur Seite, Abdeckscheibe runter. Und dann sollte man das Kettenrad abziehen können. Man kann es. Und wie man jetzt sieht, hat man hier in diesem Kettenrad wirklich starke Laufspuren. Mal schauen, ob ich irgendwas halte. Ja, hier habe ich was Weißes, was ich dahinter legen kann. So, dann sieht man vielleicht, dass die Ketten, also dass das Ritzel selber, dass die Zähne von dem Kettenrad, dass die wirklich massivst eingelaufen sind. Also das ist, wenn er so aussieht, wenn ein Kettenrad diese Form aufweist oder diesen Verschleißmarker, da kann man das Kettenrad getrost, so wie es ist, in die Tonne treten. Da gibt es auch eben ein neues. Da haben wir es.
F23, 640, 20 und 73. Und zwar ist das Kettenrad 3.8 Epico mit 6 Zähne. Das ist das Standardkettenrad für diese Motorsägen, für die 0, von 0.17 angefangen bis MS250. Also alles, was dazwischen liegt, ist für dieses Kettenrad geeignet, wenn man eine 3,8 Zoll Kettenteilung hat. Das Nadellager ist auch leicht ölig, das ist in Ordnung, das kann so bleiben. Ich schaue noch einmal ganz kurz hinter die Kupplung, ob ich hier den kleinen Pin für die Ölpumpe sehe, der ist auch da. Die nutzen gerne mal ab, dann werden die kürzer oder brechen ab, dann ist es nicht mehr tauglich, in diesem Fall ist das in Ordnung. Also Kettenrad aufgesteckt, so lange gedreht, bis es arretiert, also bis diese kleine Aussparung hier, die in jedem Kettenrad, eigentlich in fast jedem Kettenrad drin ist, da, die muss in so eine kleine Lasche vom Ölpumpenantrieb greifen. Sollte man das nicht machen, dann bekommt man das Kettenrad so wie jetzt nicht ganz aufgesetzt und dann funktioniert es nicht. Aber auf der Kettenradaußenseite ist auch immer eine kleine Markierung, dort wo diese kleine Öse ist. Das heißt, man kann den Ölpumpenantrieb sehen, in diesem Fall steht da oben auf 12 Uhr, die Markierung übereinsetzen, gedreht, drauf ist es. Spange wieder drauf, Clip wieder drauf und dann ist die Säge gleich schon zum Einstellen des Vergasers bereit. Und da wird es vielleicht auch interessant, weil ich das noch nicht gezeigt habe. Damit ihr erstmal wisst, um was es überhaupt geht, also das hier ist ein Vergaser, den solltet ihr alle schon mal gesehen haben. Und da gibt es 3 Einstellschrauben, also an diesem Vergaser. Es gibt Vergaser, die haben auch nur 2 oder eine Einstellschraube. Wir gehen jetzt aber mal von diesem ganz normalen herkömmlichen Vergaser aus, der 3 Einstellschrauben hat. Und da gibt es eigentlich diese 3 Schrauben. Und zwar ist es einmal die LA-Schraube, Leerlaufanschlag. Die ist in dieser Position LA, die ist hier unten. Hier haben wir die H-Schraube und hier haben wir die L-Schraube. Die LA-Schraube ist einfach nur dafür da, um die Drosselklappe, den Spalt etwas weiter zu öffnen. Drehe ich die Schraube rein, öffnet sich der Spalt, wie man sieht, ganz leicht. Schraube die Schraube wieder zurück, schließt sich der Spalt. Damit stellen wir einfach nur die Drosselklappe ein. Wie viel Luftdurchsatz die Drosselklappe haben soll, wenn der Gashebel auf Anschlag steht. Dann haben wir einmal die H-Schraube, die ist für die Höchstdrehzahl. Wie viel Kraftstoff bekommt die Säge bei Volllast? Und einmal die L-Schraube, die ist dafür da, wie viel Kraftstoff bekommt die Säge im Teillastbereich und im Leerlauf. Das habe ich euch einmal ganz kurz aufgezeichnet, um das vielleicht ein bisschen verständlicher zu machen. Und zwar, ich hoffe, dass man das sehen kann. So ungefähr sieht ein Vergaser in groben aus. Hier oben ist der Pumpenbereich und unten ist der Regelbereich. Und das lassen wir jetzt erstmal außen vor, weil das einfach nur um die Einstellung geht. Wir haben hier die H-Schraube, das ist die abgebildete Schraube. Dort endet ein Kanal im Kraftstoffreservoir, wird nach oben gezogen und einmal über die Hauptdüse in das Venturi reingeleitet. Des Weiteren haben wir die L-Schraube, da ist ebenfalls die Bohrung angrenzend an dem Kraftstoffreservoir und er wird über 3, meistens über 3 Bohrungen auch in den Venturi geleitet. So, und wenn man jetzt hingeht und die Schrauben etwas weiter reindreht, dann drückt eine kleine Spitze, die an der Schraubenspitze befestigt ist, oder die an der Schraubenspitze mit aufgearbeitet ist, verringert einfach den Kraftstoffzulauf, indem sie wie ein Ventil den Kraftstoffzulauf sperrt. Und ebenfalls das gleiche bei der L-Schraube. Dreht man die Schrauben wieder raus, passiert genau das Gegenteil. Der Querschnitt der Bohrung wird vergrößert und es kann mehr Kraftstoff angesogen werden. Und genau das ist der Punkt, dass man genau das Verhältnis richtig einstellen muss, damit so ein Motor richtig läuft. Wie das funktioniert oder wie ein Vergaser noch genauer aufgebaut ist, werde ich sicherlich noch mal in einem anderen Video zeigen. Falls es einen interessiert, dann werde ich auch mal den Pumpenbereich und den Regelbereich erklären und wie das mit den ganzen kleinen Kanälen zusammenhängt. Aber das ist der grobe Aufbau. Dreht man die Schraube weiter raus, öffnet sich der Querschnitt. Dreht man die Schraube weiter rein, verschließt sich der Querschnitt. Und zwar bei der H- und auch bei der L-Schraube. So, kommen wir zur Einstellung. Machen wir es erstmal theoretisch, weil gleich mit dem laufenden Motor ist das vielleicht nicht mehr ganz so deutlich zu hören, was ich erzähle. Deswegen erst einmal der Theorieteil und gleich der Praxisteil. Was brauchen wir zum Vergaser einstellen? Als erstes brauchen wir ein Drehzahlmesser. Ohne Drehzahlmesser funktioniert das nicht.
Zweitens einen Schraubendreher in Schlitzform für diese Geräte. Dann demontieren wir den Luftfilterkasten, Vergaserkastendeckel heißt das hier in diesem Fall, und schließen unseren Drehzahlmesser an die Zündleitung an. Dann suchen wir uns die Werte raus. Auf diesem Luftfilterkasten oder Vergaserkastendeckel steht es schon mal drauf. H und L, eine Umdrehung raus. Und stellen die Säge auf die Grundwerte des Vergasers ein. Das heißt, wir schrauben beide Schrauben bis zum Anschlag rein. Und zwar wirklich nur ganz leicht. Wenn Anschlag da ist, dann ist er da. Weil man kann beim Überdrehen solcher Schrauben auch ganz schnell mal vorne den Sitz der Nadel verbiegen. Oder halt die Nadeln sogar abbrechen. So, dann eine Umdrehung wieder raus. Auf der Rückseite ist ein kleines Pfeilchen. Daran kann man sich hervorragend orientieren. Das ist genau 12 Uhr. So, dann haben wir den Vergaser schon mal auf Grundeinstellung eingestellt. Und in dieser Grundeinstellung sollte normalerweise jedes Gerät laufen. 1,1 ist nicht bei jedem Gerät vorgegeben. Es gibt welche, die kriegen nur ein Viertel, Dreiviertel oder 1,5 oder was auch immer. Hier ist es jetzt 1,1 explizit. Und mit 1,1 sollte diese Säge von Grund aus erstmal laufen. Dann suchen wir uns die Werte raus, welche Drehzahl dieses Gerät haben soll. Und zwar steht in der Reparaturanleitung und im Datenblatt, dass die Leerlaufdrehzahl 2800 Umdrehungen haben soll. Zum Einstellen des Vergasers gehen wir hin, starten die Säge, schauen uns die Leerlaufdrehzahl an und stellen mit der Leerlaufanschlagschraube, die ich vorhin schon mal gezeigt habe, die Motordrehzahl 500 Umdrehungen höher, als in der Liste steht. Das heißt, wir drehen die Leerlaufschraube so weit an, bis wir 3300 Umdrehungen pro Minute haben. 500 Umdrehungen mehr als 2800, die angegeben sind. Kommt jetzt auf 100 Umdrehungen pro Minute nicht an. Als zweiten Schritt gehen wir hin und drehen diese Leerlaufdrehzahl, die jetzt auf 3300 Umdrehungen pro Minute steht, über die L-Schraube. Das ist die Schraube, die ich vorhin gezeigt habe, die für die Leerlaufanreicherung und für den Teillast zuständig ist, drehen wir die Motordrehzahl auf den höchsten Punkt, den wir erreichen können. Das heißt, wir drehen einmal die Schraube rein, damit magern wir den Vergaser ab, das Gemisch. Das heißt, die Motorsäge bekommt weniger Kraftstoff und dadurch steigt die Drehzahl normalerweise an. Wir drehen so weit, bis wir den höchsten Punkt gefunden haben. Im selben Falle drehen wir noch einmal wieder zurück und schauen, ob wir noch einen anderen Punkt finden. Aber generell ist es so, dass wir durch Abmagern eine höhere Motordrehzahl erreichen als diese 3300 Umdrehungen pro Minute. Sollte jetzt der Fall sein, dass die Motordrehzahl zu hoch ansteigt, und zwar über 900 Umdrehungen pro Minute über der Nennleerlaufdrehzahl, das wären jetzt 2800 Umdrehungen plus 900 Umdrehungen, also 3700 Umdrehungen. Falls wir 3700 Umdrehungen erreichen sollten, kommen wir über die 3000, jetzt hat gerade das Telefon geklingelt, da muss ich abbrechen, also nicht das Handy, womit ich aufnehme, sondern unser ganz normales Festnetztelefon hier, kommen wir über die 3700 Motorumdrehungen. Dann gehen wir hin und brechen den Vorgang ab und drehen die Motordrehzahl über die Leerlaufanschlagschraube wieder so weit runter, dass sie auf 3300 Umdrehungen steht. Nachdem wir dann über die LA-Schraube die Drehzahl wieder auf 3300 Umdrehungen gedreht haben, also 500 Umdrehungen über die Nennleerlaufdrehzahl, die ja bei 2800 liegt, drehen wir über die L-Schraube noch einmal den höchsten Drehzahlpunkt ein. Wenn diese Drehzahl unter 3700 Umdrehungen pro Minute ist, dann ist bis dahin alles in Ordnung. Es gibt ja keine feste Umdrehungszahl der Leerlaufanschlagschraube. Und deswegen suchen wir immer den höchsten Punkt der Drehzahl und justieren danach die Leerlaufanschlag ein. Ja, wenn wir diesen Punkt gefunden haben, Höchstdrehzahl, sagen wir mal, liegt jetzt bei 3400 Umdrehungen, die wir über die L-Schraube gesucht haben, drehen wir mit der L-Schraube in Richtung Fett, das heißt in gegengesetzter Richtung, also Schraube rausdrehend, die Motordrehzahl 2800 Umdrehungen pro Minute, plus minus 100. Und sollten wir jetzt diese 2800 Umdrehungen pro Minute erreicht haben, dann sollte das von der Standgaseinstellung alles soweit schon mal in Ordnung sein. Noch einmal zum Verständnis, dreht man einen Motor mager, das bedeutet, nimmt man ihm den Kraftstoff weg, dann steigt bis zu einem bestimmten Punkt die Motordrehzahl erstmal an. Und dreht man den Motor fett, das heißt, man gibt ihm mehr Kraftstoff,
Dann geht die Motordrehzahl wieder runter. Und wir stellen jetzt die Fettheit des Gemisches so ein, dass 2800 Umdrehungen pro Minute erreicht sind. Und dann sollte das bis dahin erstmal in Ordnung sein. Als nächsten Punkt nehmen wir den Punkt Nummer 5 und das ist das Einstellen der Höchstdrehzahl. Dazu beschleunigen wir die Motorsäge auf Vollgas und stellen über die Haarschraube die Drehzahl ein. Je weiter wir die Schraube rausdrehen, desto geringer ist die Motordrehzahl. Angenommen, wir sind jetzt bei 13.500 Umdrehungen, das wären dann gut 1.000 Umdrehungen mehr als die Nenndrehzahl ist, dann drehen wir die Schraube weiter raus. Der Motor bekommt mehr Kraftstoff und die Motordrehzahl sinkt. Sollte die Motordrehzahl von Grund aus zu gering sein, sagen wir haben 11.500 Umdrehungen, dann drehen wir die Schraube so weit rein, bis wir die 12.500 Umdrehungen erreicht haben. Jetzt kann man auch hingehen und so einen Motor durch Abmagern, das bedeutet durch zu wenig Kraftstoff im Verhältnis zur Luft, kann man den Motor kaputt drehen. Also man kann durchaus hinbekommen, dass so ein Motor vielleicht 14.500 Umdrehungen dreht. Und da haben wir dann das Problem, dass das eintretende Kraftstoff-Luftgemisch den Brennraum nicht mehr kühlt und das zu Überhitzungsschäden kommt. Ja, das war erstmal die Grundlage zur Theorie der Vergasereinstellung. Und da dieses Video schon wieder länger geworden ist, als ich es eigentlich vermutet habe, werden wir den praktischen Teil morgen durchführen. Und ich rate dazu, sich das vielleicht doch mal anzuschauen, weil das eine ganz interessante Angelegenheit ist. Und ihr werdet sehen, dass die Säge danach, also dass das, wenn man diese 5 Punkte beachtet, dass jedes Motorgerät damit wirklich einwandfrei einzustellen ist. Was ich vielleicht noch vergessen habe zu erwähnen, das habe ich nicht nur vielleicht vergessen, sondern das habe ich vergessen zu erwähnen. Das ist für mich aber auch normal und es ist nicht immer ganz so einfach. Sachen, die für einen normal sind, dass man die nochmal erwähnt. Natürlich werden Vergaser eingestellt, nur mit aufgebauter Schiene und Kette. Das liegt einfach daran, dass diese Kette im Betrieb ja einen Widerstand erzeugt und die Motordrehzahl dadurch vielleicht nochmal 500 Umdrehungen niedriger ist, als wenn man sie jetzt nackt laufen lassen würde. Wahrscheinlich sogar 1000. Voraussetzung, um einen Vergaser vernünftig einzustellen, ist natürlich auch, dass der Vergaser in Ordnung ist. Wenn man jetzt einen Vergaser hat, der von Grund aus irgendwie scheiße ist, dann kann man daran rumdrehen, wie man möchte, dann wird das niemals eine gute Vergasereinstellung. Ein Indiz dafür, dass so ein Gerät vielleicht Falschluft zieht über die Semmerringe oder über irgendeine Dichtung, ist immer ganz deutlich, wenn man jetzt eine Vergasereinstellung, wie in diesem Fall 1.1 hat und man muss die Haarschraube 2 Umdrehungen rausdrehen, dann bedeutet das, dass irgendwo das Gerät sicherlich undicht sein wird und Falschluft ziehen wird. Liegt einfach daran, dass ja eine definierte Menge an Luft durch den Vergaser strömt und Kraftstoff mit sich zieht über die Beschleunigung der Luftsäule. Das ist einfach so, wie es ist. Venturi-Effekt, das erkläre ich vielleicht nochmal wann anders. Und wenn jetzt irgendwo eine Undichtigkeit ist, also angenommen Wellendichtring, der ist halb rausgeflogen, dann kann der Motor nicht nur alleine über den Vergaser, sondern auch über den Wellendichtring Luft ziehen. Und dann bekommt er eigentlich viel zu viel Luft. Und dann müsste man theoretisch hingehen und den Vergaser immer weiter anfetten. Das heißt, dann hat man anstatt die Haarschraube auf 1 einmal auf 2 stehen. Und dann weiß man auch schon, aha, hier ist irgendwas nicht in Ordnung, weil das theoretisch nicht möglich ist. Das passiert nur dann, wenn irgendwo Undichtigkeiten sind. Das kann ein defekter Ansaugstutzen sein, das können Wellendichtringe sein, das kann bei anderen Motoren eine Zylinderfußdichtung sein, das kann ein leicht spröder Impulsschlauch sein. Also ein Impulsschlauch, der muss nicht immer keinen Impuls mehr abgeben, bevor er kaputt ist. Der kann auch einfach nur leicht brüchig sein und es kann Falschluft gezogen werden. Ja, das war's für heute mit der 023C. Ich muss noch ein paar wichtige Reparaturen durchführen, die für euch vielleicht nicht so interessant sind. Ich hoffe, es hat euch erstmal bis hierhin gefallen. Abonniert meinen Kanal, das habe ich glaube ich zu Anfang schon mal gesagt. Und morgen geht es dann zum richtigen Vergasereinstellen in die Praxis über. Und das wird ganz bestimmt interessant. Also, es hat mir Spaß gemacht. Euer Sägen-Doktor. Bis zum nächsten Mal.